Gott ist stark an mir. Bitte hörst du die Worte. Wie ein Pfeil sind sie vorbei. Und es strömt in meine Ohren. Und der Messias-Fall hin. Wie ein Schleier starrt der Regen. Bis sie abhebt und sie schlägt. Die Sonne entsteht. Das war sehr, sehr schön. Wir werden heute Nacht über Twitter noch bekannt geben, Daumen hoch für Wolf Hahn. So schön haben wir es wirklich schon lange nicht mehr gehört. Und bei uns funktioniert die Twitterei wirklich super, also intern zumindest. Alles, was bei uns passiert, wird sofort weiter getwittert. Du bist unser Twitter-Spezialist, Udo. Du hast uns allen beigebracht, wie das geht mit Facebook und mit Twitter und was gibt's noch? Mit Hamburg. Und es gibt halt, für mich haben sich ja wirklich ganz tolle Sachen erschlossen. Wenn man einen jüngeren Kollegen hat, der kann einem wirklich einiges zeigen. So, Internet. Ich finde es natürlich auch einen echten Fluch. Gestern zum Beispiel, die Handyflut war gestern wahnsinnig. Und da denke ich manchmal, früher war doch manchmal alles besser. Früher haben uns die Mädchen ihre Brüste gezeigt. Ich seh ganz wenig da rein, lasst's einfach. Ich hätte nichts davon. Vielleicht später, wenn wir Saallicht anmachen oder so. Aber heute macht das ja kein Mensch mehr. Jeder wird sofort fotografiert bei allem, was er tut. Bei uns hier intern, wir können manchmal auch nicht mal einfach auf die Toilette gehen und dann hängt schon ein Handy da drin. Das ist echt schlimm. Aber macht ja nichts. Das sind die neuen Zeiten. Und die müssen wir uns gewöhnen. Und es hat manchmal auch was für sich. Über den ich sehe